Kommen wir zum ersten Platzierungsspiel. Es geht hier um Platz 7 zwischen Grün-Weiß Schwerin 3 in den weißen Trikots und Grün-Weiß Schwerin 4 in den grünen Trikots. Anwurf hat Grün-Weiß Schwerin 3. Erste Parade von der Torhüterin auf Schweriner Seite bei der Mannschaft 3. Ein schön vorgetragener Angriff von Grün-Weiß Schwerin 4. Der Wurfversuch von Lena Untag wird von der Torhüterin durch eine Parade gestoppt. Ah, Wurfversuch von der Nummer 13, Emily Kelb, der leider über das Tor geht. Abwurf für Grün-Weiß Schwerin 4. Emmy Bull mit dem Ballgewinn, treibt den Ball wunderbar nach vorne. Wurfversuch, aber auch da fehlte noch ein bisschen, damit es für ein Tor reicht. Nummer 11 auf Nummer 15 und das erste Tor durch Lea Dudic. 1:0 Führung für Grün-Weiß Schwerin 4. Das ist 4. Jetzt die Möglichkeit für Emily Kelb an die Latte. Abwurf Grün-Weiß Schwerin 4. Wunderschöner Konterpass auf die Nummer 5. Auf Lena Untag, aber auch sie scheitert an der Höhe des Tores und wirft drüber. Somit bleibt es beim 1:0 für Schwerin 4. Emmy Bull hat den Ball. Hat jetzt einen Freiwurf zugesprochen bekommen. Weit am Tor vorbei, der Wurfversuch von Emily Kelb. Na, wo steht der freie Mann? Da steht der freie Mann. Schön gepasst. Flankenlauf auf der linken Seite durch Lea Dusic. Rangelei am 9 Meter. 9 Meter für Schwerin 4. Erneuter Wurfversuch von Lea Dudic geht am Tor vorbei. Wir bleiben bei der 1:0-Führung für Schwerin 4. Schwerin 3 tut sich ein wenig schwer. Haben auch gerade das letzte Spiel noch in den Knochen. Wurfversuch, tolle Parade von der Nummer 12 im Tor von Vivian Kohlhaus.
die auch sofort einen schnellen Angriff mit ihrem langen Pass einleiten konnte. Auch dort an den Pfosten wieder der Versuch von Lea Dudic. Viele gute Szenen in diesem Spiel, aber noch nicht viele Treffer. Jetzt wieder die Möglichkeit für Emily Kelb. Nein, den Ball verloren. Aber Freiwurf für Schwerin 3. Und ein Tor für Schwerin 3 durch die Nummer. Jetzt muss ich kurz warten, bis sich die Spielerin mir entgegendreht. Ich werde es Ihnen gleich verraten. Die Nummer 8 war erfolgreich. Rike Kaschunke. 1:1 Ausgleich. Und gehalten. Und der Torhüterin mit der Nummer 1. Schöner Pass von Emily Kelb. Oh, schade. Kommt man leider nicht richtig zugreifen. Nun wieder der Ballvortrag. One Screen 3. Emily Bull streckt sich vergebens nach dem rollenden Ball. Wurfversuch. Erneut durch Lea Dudic. Bleibt weiterhin ohne Erfolg. Emily Kelb mit dem Pass auf Rike Kaschunke. Die scheitert an der Torhüterin, die den Ball zum Einwurf abwehren kann. So bleibt Schwerin 3 im Ballbesitz. Emily Kelb jetzt den Ball. Wurfversuch am Tor vorbei. Es bleibt beim 1:1 unentschieden. Bei noch knapp 20 Sekunden zu spielen. Jetzt noch 12 Sekunden. Viel Zeit bleibt nicht mehr in der ersten Halbzeit. Ein schneller Pass und ein Wurf aufs Tor wäre möglich. Aber es reicht nicht mehr. Es steht 1:1 unentschieden. So, beide Mannschaften hatten kurzzeitig sich auszuruhen. Jetzt geht es in die zweite Halbzeit, in die nächsten 7,5 Minuten bei dem Spielstand von 1:1 zwischen Grün-Weiß-Schwerin 3, immer noch in den weißen Trikots von links nach rechts, gegen Grün-Weiß-Schwerin 4, die bekanntlich dann von rechts nach links spielen. Toll durchgesetzt durch die Nummer 8. Durch Rike Kraschunke. Aber wie einer der vielen Bälle geht er am Tor vorbei und es bleibt beim Unentschieden. Freiwurf, Schwerin 3. Tolle Parade dort hinten im Tor. Durch Vivian Kohlhaus. Freiwurf, Grün-Weiß 4. Fußfehler. Freiwurf für Grün-Weiß 3. Hier jetzt mal wieder versuchen, schnell nach vorne zu spielen. Toller Pass vorne in die Spitze. Aber leider kommt dieser Ball nicht an. Der lange Ball von Vivian Kohlhaus wurde gestoppt. Da haben wir jetzt eine Freiwurfentscheidung von der Schiedsrichterin.
Und die nächste Parade von Vivian Kohlhaus im Tor von Grün-Weiß 4. Emily Kelb mit dem Ballgewinn und dem Pass auf Vivian Heinke. Nachwurf von Emmy Bull, auch am Tor vorbei. Bleibt weiterhin beim 1:1 unentschieden. Das nächste Tor könnte entscheidend sein. War toll gekämpft. Wurde leider nicht belohnt vom Schiedsrichter. Und eine Parade von der Torhüterin von Schwerin 3. Aber auch gleichzeitig fast mit dem Fehlpass. Emmy Bull hat beherzt zugegriffen, spielt einen tollen Pass vorne in die Spitze rein. Ballverlust. Und jetzt geht wieder andersrum. Nathalie Poscher mit dem Fußfehler. Freiwurf für Schwerin 3. Und immer noch unentschieden. Der Treffer für Schwerin 3 zur 2:1 Führung. Durch die Nummer, Moment, ich glaube Nummer 2 war es, Jette Sonntag. Sehr gut gelöst. Aber Nathalie Poscher hat die Hände dazwischen. Aber erneut auch von Nathalie Poscher ein Fußfehler, der zum Freiwurf für Schwerin 3 führt. Und apropos führen, Schwerin 3 führt momentan 2:1 gegen Grün-Weiß Schwerin 4. Foul und 9 Meter für Schwerin. 4. Noch eine Minute zu spielen. Noch ist alles möglich. Wurfversuch. Am Tor vorbei. Abwurf. Grün-Weiß 3. Die momentan immer noch 2:1 führen. Emmy wohl mit einem weiten Pass nach vorne. Der Ball nach vorne getrieben durch die Nummer 8.
Noch knapp 15 Sekunden. Es muss eine schnelle Entscheidung her. Noch 10 Sekunden, sonst geht Schwerin 3 hier als Sieger vom Platz und wird belohnt mit dem Platz 7 bei ihrem Petermännchen-Turnier 2011. Und tatsächlich noch der Treffer zum 2:2 Ausgleich durch Nathalie Poscher. Jetzt entscheidet, bleibt drauf. Jetzt entscheidet wohl das allgemeine Torverhältnis über Platz 7 und Platz 8. Kurze Konfusion. Somit haben wir den Platz 7 mit SG Grünwald Schwerin 4 auf Platz 8 Grünwald Schwerin 3.